Und so lasset es regnen, auf dass das Wasser mich überschwemmt, meine Lungen erdrückt werden und... Ja gut, der Tanz passt jetzt nicht ganz so sehr dazu, aber so ein Regentanz darstellen, der funktioniert nicht ganz so gut. Ja, was soll ich dazu sagen? Erstmal verbeugen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Elder Scrolls Online. Teso! Oh ja! Jetzt geht's weiter. Endlich wieder. Ja, ich hatte in letzter Zeit sehr viel, nicht Stress, aber ich hatte halt keinerlei Zeit mit Teso und wirklich Skyrim auch nicht. Da hatte ich eher Zeit für die Online-Titel. Leider. Das wird sich jetzt aber dann ändern. Ich werde wieder jeden Tag, wie gewohnt, eine Folge Teso, den nächsten Tag Skyrim und so weiter bringen, Dishonored und allgemein die ganze Roadmap Season 1, die ist halt schon so ein bisschen, ja, die geht ein auf den Terminplan, sage ich jetzt mal, auf den Aufnahme- und Hochladeplan. Und da ich Dishonored durchhaben will, ja, tut mir das wirklich sehr leid. Ich werde am Wochenende versuchen, möglichst viel vorher aufzunehmen, damit sowas eigentlich nicht mehr passiert. Und ich hoffe, ich kann auch mein Wort halten und werde mich auch... Achso, ist nur eine Harpyr. Ne, eine Riesenfledermaus. Nein, das ist dasselbe. Und werde mich hoffentlich auch wirklich zusammenreißen und auch dann aufnehmen. Weil immer, wenn ich das gesagt habe, habe ich es nie wirklich gemacht. Ja, gut. Wir sind jetzt bei den Quests. Und zwar sind wir jetzt in der Traumreise in der Finsternis. Ja. Die Traumreise in die Finsternis, die findet wo statt? Da oben. Genau. Das heißt, wir werden jetzt hier hingehen. Wie kann man hier ein Ziel setzen? Da. Da hingehen und dann schnell reisen. Weil ich möchte ungern dafür Geld bezahlen. Wir haben nicht so viel und in Teso kriegt man nicht ganz so viel Geld. Jedenfalls auch nicht schnell. In dem Sinne, wie ich es spiele. Es sind natürlich auch immer noch Tipps und Tricks gerne angenommen zum Thema Schmieden. Oder auch verzaubern und sonst was. Falls es da irgendwelche krassen Tricks gibt, würde ich sie natürlich sehr gerne benutzen. Das steht nicht außer Frage. So, jetzt hier nochmal das ganze Überblick und das werden wir auf jeden Fall in dieser Season beenden. Hundertprozentig, das kann ich euch versprechen, meine Freunde, weil wir sind schon wirklich sehr nah am vierten Gebiet. Weil das hier ist ja das dritte große offizielle. Es gab ja Glenumbra. Dann noch die drei Inseln, aber die zähle ich nicht mit dazu. Einmal halt Strossim Kai, Betnik. Und ich glaube doch, das war es schon. Zwei Inseln gab es nur. Ich kann ja mal ganz kurz gucken. Da können wir mal die nochmal sehen. Ja, hier. Betnik und Strossim Kai. Und die großen Gebiete waren ja Glenumbra. Das sah für gewöhnlich so aus. Und die hat man gestartet. Hat sich bis nach oben gekämpft. Dann ist man hier nach Sturmhafen gekommen. War jetzt nicht das größte Gebiet, aber es gab reichlich Quests. Und jetzt sind wir hier, was bisher noch ein bisschen Mauer ausfällt. Also Mauer, mit Mauer meine ich halt wirklich, dass es halt mau ausfällt. Und ich hoffe, das ändert sich noch. Aber mir gefällt die Hintergrundgeschichte. Eigentlich bisher von jedem Land. Und wir haben jetzt das Kastell Rabenwacht entdeckt. Muss mal ganz kurz gucken, ob auch alles synchron ist. Ja. Läuft doch alles. Wie am Schnürchen. So, mal schauen, was uns jetzt hier erwartet. Das ist mein Kind. Macht langsam. Ihr trinkt zu schnell. Ihr wollt dem armen Kallin doch nicht wehtun. Wir müssen trinken, damit wir stärker werden. Ich möchte bereit sein, wenn Montclair kommt. Das ist nicht unsere Art, mein Kind. Und das wisst ihr. Hört auf zu trinken. Sofort. Gut, mir doch egal. Ich meine, es tut mir leid, Graf Verandis. Ihr wisst, dass ich nur helfen will. Natürlich, mein Kind. Und jetzt räumen wir unser Mahl beiseite und begrüßen unseren Freund. Wie immer vielen Dank, Kallin, dass ihr euer Lebensblut mit uns geteilt habt. Ich lebe, um zu dienen, mein Herr. Alles klar, hi. Ich entschuldige mich, wenn dieser Anblick euch unangenehm ist. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ihr während unserer Essenszeit eintrefft. Warum ich meine wahre Natur verstecke? Nun, sagen wir, Emmerich hat darauf bestanden. Und dem Großkönig widersetzt man sich nicht so leicht. Also ihr seid ein Vampir, euren roten Augen. Man hat mich schon Schlimmeres genannt. Doch ich betrachte mich und meine Gefährten lieber als Empfänger einer besonderen Gabe. Wir schämen uns nicht für unseren Zustand. Wir sind keine Monster. Das ist der Augenblick, in dem ihr jetzt erschrocken schnaufen und fragen müsst, wie soll ich euch trauen?
Vampire sind böse, ich muss euch vernichten. Ah, das kann ich nicht machen. Großkönig Emmerich sagte, dass ich euch vertrauen soll. Der Großkönig ist ein weiser Mann. Und gerade deshalb habe ich ihn und nicht den wahnsinnigen König Ranseer unterstützt. Wir besitzen alle die Fähigkeit, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Vor langer Zeit habe ich mich entschieden, in Frieden mit der Welt der Sterblichen zu leben, anstatt sie als Nahrungsquelle zu sehen. Und könnt ihr mir irgendwas erzählen, das uns helfen wird, mit Montclair fertig zu werden? Ihr habt es geschafft, Resaljul zu vertreiben und Schornhelm zurückzuerobern. Das ist keine kleine Leistung, wie ich euch versichern kann. Doch Emmerich braucht unsere Hilfe, um in Kluftspitze wieder Ruhe einkehren zu lassen. Ihr müsst verstehen, in Montclair steckt mehr als nur einfacher Ehrgeiz. Ja, das habt ihr zuvor bereits angedeutet, aber verratet mir doch, was ihr damit wirklich meint. Geht ein paar Schritte mit mir und ich werde es euch erklären. Es gibt vieles, was ich euch zeigen muss und die Zeit wird knapp. Okay, die Zeit wird knapp. Was meint ihr? Bitte sorgt dafür, dass Gwendis sich benimmt, Adusa. Der arme Kallin braucht eine Weile, bis er sich erholt hat. Keine Nachspeise für das Nesthäkchen. Dafür wird Adusa sorgen. Um den Weg zu verstehen, den Montclair beschreitet, müssen wir verstehen, wie er ihn überhaupt begonnen hat. Ich glaube, dass sich der Schlüssel zum Sieg über ihn in meinen eigenen Erinnerungen verbirgt. Erinnerungen sind flüchtige Schatten. Sie verstecken Wahrheiten hinter unserer eigenen Wahrnehmung. Aber was, wenn jemand anderes sie untersuchen könnte? Was könnten andere sehen, was uns verborgen bleibt? Ich würde gerne etwas ausprobieren, wenn ihr mitmachen wollt. Mit diesem Trank hier könnt ihr auf eine Traumreise durch meine Erinnerung gehen. Vielleicht sehen eure Augen ja, was mir entgangen ist. Hm. Kann gut sein. Alles klar, dann saufen wir den Shit mal aus. Auf X. Let's go. Okay, ja gut. Ich muss schon sagen, es ist ziemlich komisch, euch als mich zu sehen. Mutter, bitte, du musst die Medizin nehmen. Resaljul kann dir helfen. Oh. Meine liebe Tochter, so kann das nicht weitergehen. Ich möchte meine letzten Tage nicht als Versuchsobjekt verbringen. Lass mich stattdessen bei denen sein, die ich liebe. Auch im Nachhinein ist es noch schwierig, sich das anzusehen. Ihr Schmerz, wie sie gelitten hat. Sie war so tapfer. Es muss doch noch etwas anderes geben, was wir tun können. Kann ich einen Augenblick mit euch sprechen, Verandis? Okay, alles klar. Ich bin jetzt Verandis. Ich bin mal gespannt, was noch so hier passiert. Ich bin verdammt riesig. Holy fuck. Layla hat nicht viel Zeit. Das weiß ich. Sie weiß es. Sie versucht so stark zu sein, aber... Ich habe geschworen, dass ich das nie von euch verlangen würde. Es steht gegen alles, woran ich glaube. Aber verdammt, sie ist meine Frau. Ich will sie nicht verlieren. Nein, mein Freund, das könnt ihr nicht von mir verlangen. Ich weiß, ich weiß. Ihr habt einen Eid geschworen. Niemand sollte solche Dinge durchleiden müssen, wie jene, die ihr aufgrund eures Wesens durchmachen musstet. Aber ihr lebt. Das ist mehr, als meine Frau von sich sagen kann, wenn ihr ihr nicht helft. Sie verdient ein besseres Schicksal, als ein Vampirin zu werden. Und das auch noch von mir. Ihr könnt diese Entscheidung nicht für sie treffen. Noch kann ich das. Aber ihr könnt ihr eine zweite Chance geben. Ich weiß, dass sie euch am Herzen liegt. Ihr könnt nicht einfach dastehen und zuschauen, wie sie stirbt. Puh. Lasst mich Layla fragen, was sie tun will. Ja, doch, dann mache ich das hier. Danke. Ich weiß, dass sie die richtige Entscheidung treffen wird. Sie mag nicht länger die Frau sein, die ich kenne, aber wenigstens wird sie leben. Sie wird bei mir sein. Ich kann sie immer noch lieben. Oh Mann, warum sind so eine traurigen Geschichten in Teso immer mit verstrickt? Das ist echt hart. Mein lieber Freund Verandis, ich bin froh, dass ihr hier seid. Ihr wart immer so gut zu unserer Familie. Ich habe euch nie wirklich dafür gedankt. Ihr braucht euch auch nicht bei mir zu bedanken. Ihr seid auch wie eine Familie für mich. Was? Ihr seid auch mir eine gute Freundin. Naja, besser, also Familie hätte besser jetzt gepasst. Verandis, wenn ich tot bin, ihr müsst weiter über meine Familie wachen. Villon wird eure starke, ruhige Art noch
mehr brauchen als je zuvor. Aber es gibt eine Möglichkeit, dem zu entgehen, Layla. Nein, mein Freund. Eure Gabe ist nicht die Lösung. Nicht für mich. Ich weigere mich, ein Dasein zu akzeptieren, das mich zwingt, dabei zuzuschauen, wie mein Mann und jeder, den ich kenne, vor meinen Augen altert. Natürlich, Layla. Wie ihr wünscht, dann werde ich es nicht tun. Da stimmt etwas nicht. Ich kann mich vage erinnern, mit jemand anderem gesprochen zu haben. Aber warum entwischt es mir? Ihr müsst euch umsehen und das finden, was wir übersehen haben. Oh, da ist ja Rezal Jewel. Ach du Scheiße. Das ist hoffnungslos. Baron Montclair zwingt mich, Tränke zu mischen, von denen ich weiß, dass sie nichts bringen. Wenn er mir zuhören würde, könnte ich ihm genau zeigen, wie er seine Frau heilen und ihre Leiden beenden kann. Okay, wovon sprecht ihr genau? Ich spreche von Wissen und uralter Magie. Ich spreche von den vergessenen Künsten der Aileiden selbst. Würdet ihr unserer Fürstin wirklich die Chance auf ein Heilmittel verweigern, woher es auch stammen mag? Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass die Baronin geheilt wird. Aber von dir bei ihm bin ich da nicht so sicher, ob das wirklich stimmt. Ich besitze zufälligerweise ein Aileiden-Relikt. Oder zumindest ein Bruchstück davon. Doch der Baron hört nicht auf mich. Vor allem nicht, seitdem unsere Fürstin sich weigert, meine Hilfe anzunehmen. Wenn ich euch diesen Stein geben würde, würdet ihr ihn dann dem Baron zeigen? Er hört auf euch, mein Freund. Alles klar, dann holt das Bruchstück und ich werde Vilon überzeugen, es zu benutzen. Ich wusste, ich kann auf euch zählen, Verandis Rabenwacht. Ohne eure Hilfe, mein Freund, hätte ich mich nie daran erinnert, dass Rezal Jewel uns zum Aileiden-Relikt geführt hat. Was ich wohl sonst noch so alles vergessen habe. Verandis lebe hoch! Durch ihn hatte ich die Möglichkeit, meine wunderschöne Frau zu retten. Auf unseren lieben Freund Verandis. Wie können wir das je wieder gut machen? Er ist fantastisch, nicht wahr? Und so attraktiv. Aber ich möchte auf diesen Wein hier anstoßen. Bei den Göttlichen. Was für ein vorzüglicher Tropfen. In diesem Augenblick waren wir so glücklich. Wir waren alle zusammen. Freunde und Familie. Und wir genossen die Gesellschaft. Zum letzten Mal. Könnte ich euch wohl kurz sprechen, Verandis? Allein? Ich erinnere mich nicht, mit Layla gesprochen zu haben. Warum kann ich mich daran nicht erinnern? Gute Frage, aber eigentlich möchte ich jetzt mit ihr reden und nicht mit dir. Oh, was ist denn mit ihr los? Kümmert euch nicht um Villon. Er ist nur wütend, dass die Wirkung der Scherbe vergangen ist. Er weiß, dass ihr nicht wolltet, dass mir das passiert, Verandis. Das ist alles? Das glaube ich nicht. Ich glaube, da kommt noch gleich noch was. Rezal Jewel wusste die ganze Zeit von dem aileidischen Relikt. Er hat mich überzeugt, es Villon zu geben. Warum habe ich mich nicht daran erinnert? Und diese Erinnerung. Ich erinnere mich an die Feier, die Trinksprüche. Aber dieser Moment, als ich mit Layla sprach, daran erinnere ich mich nicht. Erzählt mir mehr über diese Feierlichkeiten. Wie ich mich jetzt erinnere, hat mir Rezal Jewel das Bruchstück gegeben. Ein Teil eines Aileiden-Relikts. Ich habe es Montclair gezeigt und er wiederum hat es benutzt, um seine Frau zu heilen. Von einer Nacht auf die andere hatte sich Layla erholt und war wieder auf den Beinen. Es war wirklich fast wie ein Wunder. Und dieses Bruchstück hat sie geheilt oder war es doch eher was anderes? Nicht ganz. Es hat uns geholfen, aber ich weiß nicht mehr warum. Wir waren hier und feierten, dass Laylas Zustand sich besserte, als... Das ist alles, woran ich mich erinnern kann. Ich bin mir sicher, dass der Schlüssel in meinen Erinnerungen versteckt ist. Bitte, erforscht diesen Augenblick und seht nach, was ihr erfahren könnt. Okay, alles klar. Ah, jetzt muss ich mit ihr reden. Oder mit ihm, oder mit, Rezal Jewel. Ne, ich rede jetzt mal mit ihr. Verandis, ihr dürft nichts sagen. Bitte. Ich bin sicher, das wird vorbeigehen. Ich brauche nur den Stein.
Noch eine Behandlung und es wird mir gut gehen. Layla, es geht euch nicht gut, das sehe ich. Und jetzt müsst ihr mir auch mal erzählen, warum. Nur ein kleiner Schwindel und etwas Unwohlsein. Es muss all diese Aufregung in letzter Zeit sein. Verandis, ich glaube, dieses steinerne Bruchstück ist nicht mächtig genug. Es hilft, aber seine Wirkung hält nicht an. Und jetzt fühle ich mich leer. Ich kann es nicht erklären. Wir müssen Vylon davon erzählen. Nein. Lasst ihn in Ruhe. Er ist gerade so glücklich. Ich ertrage es nicht, wenn er sich Sorgen macht. Wenn er neben dem Bett sitzt. Ganz ohnmächtig, von Trauer übermannt. Nicht schon wieder. Dieses steinerne Bruchstück, es ist offenkundig Teil von etwas Größerem. Könnte das das Heilmittel sein, nach dem wir suchen? Ich weiß es nicht. Vielleicht finden sich in den Aleidenfolianten, an denen Resai Jul geforscht hat, noch mehr Informationen. Sprecht mit dem Argonier. Seht nach, was er herausgefunden hat. Wir brauchen das größere Relikt. Oder zumindest ein größeres Bruchstück. Ich frage nur ungern, aber ich muss euch um einen letzten Gefallen bitten. Für Vylon. Für mich. Natürlich, Layla. Ich werde mit Resai Jul sprechen und herausfinden, was er denkt. Ich wusste, ich kann auf euch zählen, mein teurer Freund. Jetzt muss ich mich sammeln und zur Feier zurückkehren. Aber ich glaube, ich gehe heute früh zu Bett. Ich brauche sicher nur ein bisschen mehr Ruhe. Ja, ich glaube, dass sie dann in der Nacht stirbt, wo sie dann ihre Ruhe braucht. Mit ihm werde ich mal nicht reden und ich frage mich, ob ich die ganze Zeit diese Fäuste habe. Das nervt ein bisschen. Leute, ich habe als Verandis sogar den Streitkolben. Okay, das sieht witzig aus. So, Resai Jul, was ist das denn da? Auf euch reagiert der Stein anders, Graf. Erstaunlich. Hilfe? Alles klar. Faszinierend, nicht wahr? Dass so ein kleiner Felsen so viel Macht beinhalten kann. Spürt ihr es? Als ob es nach mir ruft, wie die Monde die Gezeiten anrufen. Stellt euch vor, wozu das Relikt, von dem er kommt, imstande ist. Und warum habt ihr Montclair nicht den Stein gegeben? Warum musste ich das denn eigentlich tun? Der Baron hat mir nicht zugehört. Wir brauchten jemanden, dem er noch mehr vertrauen würde. An den er noch mehr glaubte. Und dieser jemand seid ihr, Graf Verandis. Jetzt ist die Baronin auf dem Weg der Besserung und im Haus Montclair herrscht wieder zufriedenes Glück. Nur leider reicht der Stein nicht so wirklich. Leider ist wohl immer noch krank. Nun, das ist bedauerlich. Aber es ist nur ein kleines Stück von einem größeren Relikt. Nicht wahr? Ich habe die Aileiden-Manuskripte studiert. Es gibt vielleicht noch mehr, was wir für die arme Baronin tun können. Alles klar, spuckt es aus und sprecht frei heraus. Das reimt sich. Ich habe den Stein im Besitz von König Ranseers königlicher Historikerin gefunden, als ich damals an Ranseers Hof diente. Sie hatte eine recht interessante Sammlung, einschließlich des Aileiden-Manuskripts, das ich übersetzt habe. Vielleicht könnt ihr meine Arbeit überprüfen? Und wo sind diese Aileiden-Manuskripte? Die Manuskripte sind weggeschlossen, aber meine Notizen sind noch in der Bibliothek. Bei der Übersetzung fielen mir ein paar Begriffe auf. Leben, Tod, Klippe. Ich bin mir sicher, sie haben etwas zu bedeuten. Werft einmal einen Blick darauf und sagt mir, was ihr davon haltet. Vielleicht kann der Text uns zu dem mächtigeren Relikt führen. Ich glaub den kein Stück, aber gut, wer glaubt den schon? So, lest die Aleiden-Texte, müssen wir da machen und wir können auch mit, Baron Vylon Montclair sprechen. Das werden wir aber alles im nächsten Part machen. Ich bedanke mich beim Zuschauen.
Wir sehen uns dann im nächsten Part. Kann ich eigentlich Emotes machen? Kann ich sogar tatsächlich. Deswegen werde ich jetzt erstmal hier winken. Und wir sehen uns dann im nächsten Part zu The Elder Scrolls Online. Teso, haut rein und ciao.